Hey Siri, starte Videoaufnahme. So, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie ihr Automationen erstellen könnt. Und zwar nach dem Intro. Viel Spaß! So, zunächst mal, es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, Automationen zu erstellen. Ihr könntet das über die Apple-eigenen Wege machen, über Home Assistant oder auch andere Programme wie zum Beispiel Node-RED. In dieser Serie möchte ich euch zeigen, wie ihr das Ganze machen könnt. Angefangen natürlich bei Home Assistant, weil das ja das ist, was wir in den letzten Videos gemeinsam aufgesetzt haben. Damit habt ihr schon eine Vielzahl von Möglichkeiten und die meisten Sachen kann man in allen Programmen natürlich machen. Ihr könnt euch aber euren präferierten Weg aussuchen. Möchtet ihr zum Beispiel öfter mal Automationen bearbeiten, gibt es natürlich Sinn, die in einem schnellen Zugriff zu haben, zum Beispiel eben über Home Assistant, weil man das direkt beim iPhone integriert hat. Möchte man es relativ schnell und einfach halten, dann könnte zum Beispiel Node-RED helfen. Oder möchte man alles zentral an einem Punkt haben, also sowohl die ganze Kontrolle als auch eben die Automation, dann würde sich Home Assistant beispielsweise anbieten. Das Ganze ist auch gar nicht so kompliziert. Ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt in meine Home Assistant-Installation rein. Grundsätzlich habt ihr verschiedene Möglichkeiten, in Home Assistant Sachen zu automatisieren. Es gibt mittlerweile Vorlagen, die man sich ganz einfach runterladen kann, das zeige ich euch zuallererst, und die dann direkt verwenden. Wenn ihr eine Automatisierung findet, die schon jemand für euch gemacht hat, nutzt die einfach. Das geht dann super, super einfach. Und wenn ihr wirklich etwas mehr in die Tiefe gehen wollt, könnt ihr eben den Automatisierungstab nutzen und euch da dann eben eigene Automatisierung erstellen. Fangen wir also bei den Vorlagen an. Die findet ihr bei Einstellungen und Vorlagen. Dann klickt ihr hier auf Vorlage hinzufügen und müsst hier eine URL eingeben. Wenn ihr noch keine habt, könnt ihr hier einfach auf diesen Link klicken. Und dann kommt ihr in das Community-Forum von Home Assistant. Hier findet ihr schon eine ganze Menge von Automatisierungen, die ihr schon verwenden könnt. In meinem Fall könnte ich zum Beispiel diesen Philips Hue-Dimmer hier verwenden und den mal automatisieren. Dazu suche ich hier einfach nach Philips Hue und klicke mich einfach hier durch die Suchergebnisse durch. Und da hätten wir hier zum Beispiel Decons Philips Hue Dimmer Switch. Das heißt, dieser Switch verbunden über Decons mit Home Assistant. Das klingt also schon ziemlich gut, da klicke ich also einfach drauf, sehe hier schon den Code. Muss jetzt aber nichts machen, außer die URL hier oben einmal zu kopieren und dann wieder zurück zu den Vorlagen zu gehen und die URL hier einfügen. Dann auf Vorschau Vorlage klicken. Er zeigt mir jetzt hier schon an, wo er das rein importiert. Ich drücke jetzt einfach auf Vorlage importieren und dann habe ich das Ganze direkt in Home Assistant drin. Um jetzt eine Automatisierung damit zu erstellen, klicke ich hier einfach auf den entsprechenden Knopf und bekomme dann direkt hier ein schönes Interface, wo ich einfach nur die Remote auswählen muss, in dem Fall hier mein Philips Hue Dimmer Switch. Und dann kann ich hier unter Lights den Bereich, ein Gerät oder eine Entität auswählen, die ich damit eben steuern möchte. Zum Beispiel könnte ich jetzt also das gesamte Büro auswählen und dann noch hier einstellen, ob ich möchte, dass es immer auf 100% eingestellt wird und die Standardhelligkeit hier noch einstellen, wenn ich den Anknopf drücke. Diese ganzen Auswahlmenüfelder kommen jetzt also durch die Vorlage. Das heißt, wenn ihr euch eine andere Vorlage für zum Beispiel ein automatisches Backup oder so installiert, sind hier natürlich andere Felder, aber so generell könnte es halt aussehen. Anders sieht es eben aus, wenn ihr auf den Automatisierungstab geht und euch eine eigene Automatisierung hier erstellt. Hier werdet ihr direkt gefragt, ob ihr eine Vorlage verwenden wollt. Wir wollen jetzt hier aber mit einer leeren Automatisierung starten und können dann hier oben direkt mal einen Namen für das Ganze eingeben. Ich nenne das jetzt einfach mal Philips Hue Schalter. Dann wählen wir hier einen Auslöser aus, also welches Gerät startet die Automatisierung. Das könnte zum Beispiel ein Handy sein, was in einen bestimmten Bereich kommt, also wenn ihr nach Hause kommt mit eurem Handy. Es könnte so ein Philips Hue Schalter sein, dessen Knopf eben betätigt wird. Es könnte der Sonnenstand sein, eine bestimmte Uhrzeit oder auch ein Licht, was gerade an- und ausgeschaltet wird. Der Einfachheit halber bleibe ich jetzt einfach mal bei Gerät und wähle jetzt hier ein Gerät aus, zum Beispiel diesen Philips Hue Schalter. Dann muss ich als nächstes einen Auslöser auswählen. Da der Philips Hue Switch mehrere Dinge bereitstellt, kann ich hier eben einen auswählen, zum Beispiel den Einschalten-Taster einmal zu drücken. Dann könnte ich hier noch eine Bedingung hinzufügen, also beispielsweise nur, wenn es nach 12 Uhr ist. Und eine Aktion, also was soll dann passieren? Beispielsweise nehme ich jetzt einfach eine Lampe und sage, dass die beim Einschalten auch angeschaltet werden soll. Jetzt könnte ich hier noch eine Helligkeit vorgeben, mit der das angehen soll und einstellen, wie schnell die dann eben eingeschaltet werden soll. Und das war es im Prinzip schon. Jetzt würde diese Automatisierung hier funktionieren. Ich kann jetzt also den Anschalter drücken und die Bürolampe geht an.
Und das ist im Prinzip die einfachste Möglichkeit, Automatisierungen zu erstellen. Von hier aus ist eurer Kreativität quasi keine Grenze mehr gesetzt. Ihr könntet jetzt verschiedenste Auslöser hinzufügen, verschiedenste Bedingungen und euch so eben eigene Automatisierungen erstellen, die in meinen Augen das Smart Home auch erst zu einem smarten Zuhause machen. Denn ansonsten ist es eigentlich nur ein Connected Home, also Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, aber eben noch nicht das smarte Zuhause, was man eigentlich haben möchte. Noch ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr euch überlegt, ein Smart Home zuzulegen, überlegt euch am besten am Anfang, was für Automatisierung ihr euch gerne einbauen würdet und welche Geräte ihr dann dafür brauchen würdet. Bestellt diese Geräte und baut dann die Automatisierung danach. Bedenkt vor allem, dass wenn ihr euch einen Philips-Hue-Schalter beispielsweise bestellt, ihr euch eben diese Automatisierung, also was die Knöpfe machen sollt, komplett selber erstellen könnt und eben auch müsst, damit er überhaupt irgendwie eine Funktion hat. So, und das soll es dann von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sogar geholfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen möchtet, also HomeKit, Node-RED oder sonst irgendwas, wo ich euch zeige, wie ihr da Automatisierung erstellen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao.